Okay Leute, wir sind wieder zurück bei Ni no Kuni und wir stehen hier direkt vor Katzbuckel. Das Bild ist noch ein bisschen dunkler. Ich hoffe mal, dass dann in den Nachtsequenzen das nicht allzu dunkel ist. Aber ich glaube, das wird schon klappen, hoffe ich mal. Und ich würde sagen, ab nach Katzbuckel. Ich bin genauso gespannt wie ihr, wie diese Stadt hier wohl aussehen mag. Los geht's! どうやら門番は抜け殻人になっとるようやな抜け殻人前にも言ってたやつだねせや抜け殻人っちゅうのは心の一部を奪われた者たちのことや心の一部を失うと人としての本来の機能を果たさんようになる誰に奪われたの決まっとるやろジャボーにやジャボーは自分に歯向かう者とか自分にとって危険な者たちを次々に抜け殻人にして戦う力を奪っていったんやでもこのままじゃゴロネール王国に入れないよTja, dann solltest du ihn wohl besser heilen, oder nicht, Olli? Zeit, dein erstes gebrochenes Herz zu flicken. Flicken? Aber wie mache ich das denn? Nun, dazu bist du doch nicht ganz bereit. Wir brauchen erst noch ein paar Dinge. Aber ich kenne den alten Mann, der genau das hat, was wir brauchen. Bin ganz schön nützlich, was? Einen alten Mann? Was für einen alten Mann? Was soll das heißen? Was für ein alten Mann? Den alten Mann natürlich. Lebt im Wald, nördlich von hier. Ziemlich finster, der Wald. Deshalb heißt er auch der finstere Wald. Klingt logisch. Konnichiwa. Tja, aber zuerst mal hier ein bisschen rumquatschen. Meine Güte, ich hoffe wirklich, sie lassen uns bald rein. Ich muss die Zutaten für das Lieblingsgericht meines Mannes besorgen. Tja. Mama, ich muss mal. Tja, Pech gehabt, jetzt kannst du nicht. Wen haben wir denn hier? Hoho, so eine Unverschämtheit. Ich warte schon seit Stunden. Wann lassen Sie uns endlich hinein? Sie müssen uns reinlassen. Meine Mutter rastet aus, wenn ich wieder zu spät komme. Was ist das? Ist das eine Frau? Ich glaube schon. Ich könnte schwören, dass das Mädchen dort dauernd zu mir rüberguckt. Ich hoffe, wir müssen noch eine Weile hier draußen warten. Ach so, dann ist es doch ein Kerl. Na gut. Oh, was ist hier los? Die können uns doch nicht einfach so warten lassen. Ja, es sieht nicht so aus, als ob wir hier in absehbarer Zeit weiterkommen würden. Ich frage mich, warum sie niemanden hineinlassen, ne? Hallo? Hopp, hopp, 1, 2, 1, 2. Du bist in die Stadt, nicht wahr? Tja, es tut mir leid, aber das ist gerade nicht möglich, wegen meinem Kollegen. Du verstehst. Es ist seine Verantwortung, die Leute hineinzulassen, aber in letzter Zeit weigert er sich einfach. Er sagt, das sei ihm zu viel Aufwand. Na gut, dann würde ich sagen, auf in den finsteren Wald. Wo ist denn der Finsterwald? Irgendwo da drüben. Na gut. Komm mal mit, Tröpfchen. Eine schöne, schöne Welt. Das schreit nach einem Kampf. Oh, haben wir uns jetzt... Jetzt hat er uns nicht bemerkt. Kriegen wir jetzt einen Präventivschlag? Nee, schade. Nimm das! Uroboros. Interessanter Name. Ja, die sind ja noch ganz leicht. Kein Problem für uns.
so ein bisschen wenig Erfahrung kriegt man hier. Und was haben wir hier? Mist! Er hat uns noch bemerkt. Naja. Achso, das ist wieder ein Rhinosaurus. Ah, du hast die Oberhand. Ja, Leute, wir müssen ein bisschen kämpfen, weil wir können da nicht einfach nichts machen. Weil wir brauchen ja Stufen, ne? Wir müssen aufsteigen und so, sonst haben wir später bestimmt keine Chance. Das kennt man ja. Wenn man den Kämpfen einfach die ganze Zeit ausweicht. Das gehört halt zu einem Rollenspiel dazu. Ist das da hinten der... Nein. Wo laufe ich denn hin? Ich muss hier hinlaufen. Immer der Nase nach. Das. Mist. Nein, ich will mich verteidigen. Nein, nicht Proviant. Mist. So, das haben wir auch schon hinter uns. Aber nur ein Erfahrungspunkt. Das nicht gerade viel. Da, diesen Vogel, den haben wir noch nie gesehen. Auf zum Vogel! Ein Fratschspatz. Das erinnert mich direkt an Radfratz. Nimm das! Hahaha, verteidigt auch. Na, das war jetzt gar nicht mal schlecht. Wie viel kriegen wir für den? 3 Erfahrungen, na immerhin. So, wo ist denn dieser Wald jetzt? Wo ist der alte Mann? Oh, Hilfe! Nein! Der kriegt jetzt einen Präventivschlag, oder? Mähdrescher? Aha. Ah ne, doch nicht. Gut. Dann einfach immer voll auf die Fresse hier. Am Anfang muss man ja irgendwie noch nicht so taktisch spielen. 5 Erfahrung. Das ist ja ziemlich gut. Ha, daneben. Ach so, hier ist ein Abgrund. Ah, guck mal an. Da ist eine Brücke. Du, also dieser Wald, der ist ziemlich weit weg. Zack! Mist, der hat sich umgedreht. Du Vermähdrescher. Hilfe! Und schon wieder einer weg. Hey, das läuft ja wie geschmiert. 5 Erfahrung, Stufe 3. Yes! Das kann sich doch schon mal sehen lassen. Aber, ach da, das müsste der Wald sein. Ja, wir sind da, Leute. Der finstere Wald. Finsterer Wald. Tja. Aus der Fabel. Aha. Sieh mal einer an. Ein Meilenstein. Das ist praktisch. Ein Meilenstein? Jep, Junge. Das sind nur alte Steine, weißt du? Kannst du sie benutzen, um deine bisherigen Abenteuer festzuhalten. An gefährlichen Orten wie Wäldern kannst du dich nicht einfach auf den nächsten Felsen hocken und deine Memoiren schreiben. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Fragt er. Junge, geht's noch? Weil es da von grässlichen Viechern nur so wimmelt oder etwa nicht? Wirklich? Das klingt aber gruselig. Daran wirst du dich schon gewöhnen, Junge. Aber denk dran, du kannst deinen Fortschritt nicht einfach überall speichern. Ich erkläre dir das, Kunst. Berührst du einen Meilenstein, werden deine Magie und Gesundheit voll wiederhergestellt. Nicht schlecht, oder? Aber das ist noch lange nicht alles, Mann.
Die kleinen Prachtstücke lassen dich auch deinen Fortschritt speichern. Da freut sich der Wandersmann. Deshalb solltest du bei jedem Meilenstein Halt machen und das Ding auch benutzen. Sicher ist sicher, oder nicht? Okay, Tröpfchen. Schick, das höre ich gern. Hoffentlich tust du auch, was du sagst. Gut, und jetzt auf zum alten Mann im Wald. Ja, ja, der alte Mann. Na gut. Deine LP und EP sind vollständig wiederhergestellt. Den Fortschritt speichern, aber sicher doch. Schließlich tun wir das, was uns Tröpfchen hier gesagt hat. So. Der Wald ist, ja, ziemlich finster. Aber ich glaube, es war ein bisschen dunkler bei euch. Aber ich glaube, das geht jetzt ziemlich gut mit den Anstellungen. Ich glaube, die lasse ich mal so. Ich will aber hier durch. Warte auf mich, Tröpfchen. Was ist denn das für ein alter Mann? Warte, Shizuku. なんだお前たちは。何これ。これが古の木や。久しぶりだな、旦那。静かわしに何の用だ。いやいやいや、一の国から客人が来ましてね。ほんでもって旦那に色々とお力を貸していただきたいと。お前はいつも困った時にだけやってくる。 全く調子のいいやつだ。すんません、旦那にはいつも感謝してます。しかしその子は長老もお気づきになられましたか。透き通った心の持ち主か。透き通った心は闇を打ち払う。静く、まさかお前。はい、俺たちジャボと戦いますわ。なんと。 相変わらずバカなやつじゃ。よかろう、力を貸してやろう。しかしその前にその子のイマージェンをどうにかせねばならんな。お、せや、確かに忘れるとこでした。旦那もこう言われてることやし。 ちょっと早いけど、お前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。イマージェン？せや、イマージェンや。この二の国では自分の心を実体化させて戦士にすることができるんや。それがイマージェンというわけや。ここからの道のりではもっと強いモンスターが出てくる。せやからお前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。僕にできるかな。できるもできんもない、やるんや。おかん助けんのやろ。あ、うん。ほなええか。 Aber Tröpfchen, der Zauber Vertrautenrufen steht hier gar nicht drin. Wie bitte? Der Junge hat recht. Sieh dir seinen magischen Begleiter mal an. Etliche Seiten scheinen darin zu fehlen. Wirklich? Verdammt mich! Heißt das, ich kann den Zauber nicht benutzen? Oh, ho, ho, ho. Ganz so machtlos bin ich nun auch wieder nicht, junger Mann. Oliver, stimmt's? Lass mich mal sehen. Vertrauten rufen. Ah, ja, hier. Ein Geschenk für dich, Oliver. Du hast eine Seite mit dem Zauber Vertrautenrufen erhalten. Vielen herzlichen Dank, Gevatter Eiche. Die entsprechende Seite für einen Zauber zu besitzen bedeutet aber nicht, dass du ihn auch anwenden kannst. Manche Zauber sind für gewisse Zauberer einfach nicht bestimmt. So ist es nun einmal.
Darüber solltest du dir jetzt nicht den... Ja, darüber solltest du dir den Kopf jetzt aber nicht zerbrechen, Junge. Probier einfach mal Vertrautenrufen aus. Okay? Natürlich, Tröpfchen. Vertrautenrufen. Ruft aus dem Herzen des Zaubernden einen Vertrauten herbei, der an seiner Seite kämpft. Klingt gut. なかなか筋がええぞ。これがお前の心の戦士、イマージン。心の戦士？そうや。お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？おお。見て。なんだよこいつ。 Ja, unser erster Begleiter, Junge. Oder besser gesagt, unser erster Vertrauter. Das ist also ein Vertrauter, was? Und der kommt mit uns? Ganz recht, Olli. Je mehr, desto besser, oder nicht? Du solltest dem Kerlchen noch einen Namen verpassen. Wichtel, ja. Wie nennen wir denn den Typen mal? Tja, fällt uns da was Gutes ein? Wir haben einen Typen, einen Wichtel, den könnten wir eigentlich... Gute Frage, Leute, gute Frage. Tja, da auch ein bisschen Studio Ghibli dabei ist, machen wir doch Anlehnungen an Studio Ghibli, oder? Also nennen wir ihn mal Totoro. Passt vielleicht nicht wunderbar hier, aber egal, komm. Totoro. Ja, das ist unser Totoro. Oliver, wir können dich nicht nur mit diesem verdorrten Zauberstab gewappnet in die Wildnis schicken. Ich habe ein paar Zauber für dich, die dir im Kampf helfen werden. Der erste ist ein stärkender Zauber namens Lindernde Hand. Du hast deine Seite mit dem Zauber Lindernde Hand erhalten. Schick, das ist der nützlichste Zauber für Abenteurer auf Reisen. Kratzer, blaue Flecken, Verstauchungen, Platzwunden, alles kein Problem für Lindernde Hand. Ach, das hört sich ja so an, als würde ich mir demnächst dauernd wehtun, Tröpfchen. Und dies ist die Gabe des flammenden Infernos. Feuerball. Schick, der schießt den kleinen Ball aus Feuer. Pflanzenartige Bösewichte hassen Feuermann. Sogar der alte Baumhain hier hat Angst vor Feuerball. Tröpfchen, wie kannst du es wagen? Du würdest diesen Zauber nie gegen mich richten, nicht wahr, mein Junge? Aber natürlich nicht, Gevater Eiche. Du hast deine Seite mit dem Zauber Feuerball erhalten. Nun kannst du jederzeit Quadrat drücken, um das Zaubermenü aufzurufen. Du kannst deinen Zauber wie Lindernde Hand jederzeit benutzen. Feuerball ist jedoch hauptsächlich für den Kampf gedacht. Aber jeder Zauber kann sich in bestimmten Fällen als überaus nützlich erweisen. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, solltest du vielleicht mal dein Magierepertoire durchgehen. Vielleicht findet sich da ein Zauber, der dir aus der Klemme hilft. Du kannst jetzt das Zaubermenü benutzen. Naja? So, mata kitan ya. Sassoku tatakau de Oliver. Kore, dou suru no? Tatakai no imeji o atama ni omoi ukaberu ya. So shitara so itsumo tatakatte kureru. Wakatta. Tatakai o imeji. Yatte miru. Auf geht's, Toto! Wir machen sie fertig! Hüpfelchen A, aha, und Hüpfelchen B. Wunderbar, Oli. Zeit, dass du lernst, wie man Vertrauten im Kampf verwendet. Erstmal musst du dich entscheiden, wer kämpfen soll. Du oder dein kleiner Kumpel.
Wo wir ihn schon erschaffen haben, sollten wir ihn auch einsetzen. Wähl ihn mal aus. Okay. So. Schick. Und jetzt ab ins Kampfgetümmel mit dem Knirps. Oh ja, siehst du den Kreis da links oben? Das ist die Ausdaueranzeige von deinem Vertrauten. Das Ding zeigt dir, wie lange der noch weiterkämpfen kann, alles klar? Je länger du ihn racken lässt, desto kürzer wird die Ausdaueranzeige. Wenn die leer wird, ist der Arme so kaputt, dass er nicht mehr kämpfen kann. Traurig, oder? Bevor es so weit kommt, solltest du den Kleinen also zurückrufen und ihm Ruhe gönnen. Oh, und da gibt's noch was, was du über Vertraute wissen solltest. Siehst du das kleine Symbol hier? Das ist sein Zeichen. Das ist sowas wie ein Sternzeichen, aber es gibt nur vier davon. Sonne, Mond, Stern und Planet. Und wie bei Sternzeichen passen ungleiche besser zusammen. Nutzt das im Kampf aus. Dann wären da die Tricks. Das sind echt mächtige Fähigkeiten, so ähnlich wie Zauber. Und wie genau... Und genau wie Zauber kosten sie dich MP. Also Magiepunkte. Die Kosten stehen gleich daneben. Ein Wirbel aus wahllosen Hieben verursacht irgendwas. Aber du darfst nicht vergessen, dass du und deine Vertrauten euch MP und LP teilt. Benutzen Vertraute den Trick oder kriegt dann einen üblen Treffer ab, sinken deine MP und LP. Mann, oh Mann, das ist mal eine lange Lektion, was? Ja, zum Schluss gibt's noch einen Tipp, der echt top ist. Die Ausdauer von Vertrauten sinkt ständig, also müsst ihr regelmäßig die Plätze tauschen. Du kannst das machen, wann du willst, drück dazu einfach L1, klaro? Jetzt höre ich aber mit dem Quatsch auf, ich uns beide zu Tode langweile. Zeit für deinen großen Auftritt. Auf geht's, Jungchen. Da machen wir mal hier so Schnitter. Zam, 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 zam. Gar nicht mal schlecht. Dann greif mal an. So, jetzt zu Oliver wechseln. So, komm, klopp den zu. Runde so, jetzt machen wir hier mal einen Feuerball. Feuerball! Bam! Nicht schlecht, nicht schlecht. Juhu! Totoro hat eine neue Stufe erreicht. Das ist super. Und jetzt weißt du auch, wie man mit Vertrauten kämpft. Oder, Oli? Um ein echter Champ zu werden, musst du lernen, wann du deine Vertrauten von der Leine lassen solltest und wann du besser selber das Heft in die Hand nimmst. Tja, ich würde sagen, Pokémon. Ich werde mein Bestes tun, Tröpfchen. Haja, hallo. Oh, und wenn er mal nicht am Kämpfen ist, hängt der Racke ganz gemütlich im Kreaturenkäfig ab. Im Kreaturenkäfig kannst du deine treuen Vertrauten mit schmackhaften Leckereien verwöhnen. Es gibt jede Menge Leckereien zur Auswahl. Manche verbessern ihre Fähigkeiten, andere können ihnen sogar neue Tricks beibringen. Schick! Gibst du den Kleinen genug von ihren Lieblingsspeisen, stärkt das die Bande der Vertrautheit. Und du kannst ihre Fähigkeiten noch weiter steigern. Aber stopf sie nicht zu sehr mit Süßigkeiten voll, sonst sind sie am Ende noch übersättigt. Man soll es mit der Pepelei nicht übertreiben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber merk dir fürs Erste einfach, dass du dich im Kreaturenkäfig um deine Vertrauten kümmern kannst. Kreaturenkäfig? Kapiert. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Das verspreche ich, Tröpfchen. Der Kreaturenkäfig kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Oh, er hat dich beinahe vergessen. Wir sollten dich was fragen, neuer Holzheit. Im Katzbuckel steht ein Wachmann mit gebrochenem Herzen, weißt du? Mit gebrochenem Herzen, sagst du. Shadas böse Macht breitet sich immer weiter aus. Ihr braucht also... Genau, euer Hoheich. Bist ganz schön fix. Hast immer noch drauf, was? Nur Geduld, kleines Tröpfchen. Natürlich habe ich das. Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Verflixt noch eins, du hast sie doch hoffentlich nicht verloren, oder? Verloren? Eine Frechheit! Ich habe sie sicher verwahrt zwischen meinen höchsten Zweigen. Da oben herrscht ein ziemliches Durcheinander. Ah, während ich danach suche, könntet ihr mir einen Gefallen tun? Ich hab doch gesagt, dass wir es eilig haben, oder nicht? Wir haben keine Zeit für...
Tröpfchen, wir sollten Gefahr Teiche helfen. Schließlich hat er uns diese Zauber gegeben. Ah, wie erfrischend, einem derart verantwortungsbewussten und ehrlichen jungen Mann zu begegnen. Na schön, ich hab schon kapiert, also sag an, was sollen wir für dich tun? Nun, es geht um den Wächter dieses Waldes, versteht ihr? Der Wächter wie? Was ist los mit dem Ollenknacker? Ja, er ist in letzter Zeit leider etwas ungebärdig geworden und er vernachlässigt seine Pflichten. So, das ist nicht gut, was? Wir sollten dir wohl besser helfen, ihm Manieren beizubringen, hm? Der Wächter? Klingt wie ein harter Kerl. Da kannst du laut sagen, der ist viel stärker als normale Viecher. Aber jetzt hast du ja einen Vertrauten auf deiner Seite, Junge, wird schon schief gehen. Außerdem, wenn du Shara besiegen willst, kannst du bei so einem popeligen Wächter nicht einfach kneifen, oder? Okay, ich mach es. Wie liebenswert von dir. Der Wächter hält sich im tiefsten Teil des Waldes auf, jenseits der Flüsterfälle. Viel Glück. Er ist Zauber, jetzt vertraute, du wirst noch ein waschechter Zauberer, oder Olli? Scheint so, ja. Na dann, sieh dir deinen neuen Freund doch mal an, was? Und wie geht das, Tröpfchen? Herr Kinderspielmann, also hör zu. Guck mal ins Hauptmenü rein, da kannst du Freunde und Vertraute sehen. Da findest du alle möglichen Infos über deine Fähigkeiten und die von deinen Vertrauten. Sieht ein bisschen kompliziert aus und es gibt eine ganze Menge Optionen, ehrlich gesagt. Aber das hast du bald raus, Mann. Der ganze Zaubereikram ist noch neu für dich, du kennst da so noch nicht alle Kniffe, verstehst du? Aber wenn du weiter gegen Monster kämpfst, wirst du mit der Zeit stärker und steigst Stufen auf, kapiert? Du lernst sicher bald ein paar neue Freunde kennen und so weiter, also vergiss nicht, die unter die Lupe zu nehmen, wie ich es dir gezeigt habe. Alles klar, Tröpfchen. Deine Freunde und Vertraute können jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Mann, oh Mann, das ist ja ziemlich viel, dann gucken wir uns hier mal zuerst den Käfig an. Totoro! Leider haben wir noch keine Leckereien. Schade. Freunde und Vertraute. Hier. Leider haben wir auch noch keine Ausrüstungen. Also wird das hier auch nichts. Dann haben wir hier die Zaubersprüche. Mal gucken. Können wir die jetzt irgendwie... Ach cool, guck mal. Beschwören Vertrauten aus deinem Herzen herbei. Kreaturen entstehen dort, wo Lebenskraft zu finden ist. Dieser Zauber ermöglicht es dem Zauberer, die Lebenskraft seines Herzens zu nutzen, um eine Kreatur zu formen, die zu seinem Vertrauten wird. Sei in Einklang mit dir selbst, bevor du diesen Zauber wirkst, denn das Ergebnis wird stets etwas über dich selbst aussagen. Ein derartiger Vertrauter ist die Verkörperung deines Herzens und deiner Seele. Reise von einer Welt in eine andere. Die Portale, die dieser Zauber herbeiruft, sind die einzige Möglichkeit, zwischen dieser Welt und all den anderen hin und her zu reisen. Wenn du Portal wirkst, musst du dich auf die Welt konzentrieren, in die du reisen willst. Du musst dir ebenfalls vorstellen, dass du die Welt, in der du den Zauber wirkst, schon verlassen hast. Ah ja. Lindere den Schmerz von Beulen, Schrammen und Kratzern. Der Pfad eines Zauberers ist selten leicht und du wirst dir unterwegs oder im Kampf unweigerlich Verletzungen zuziehen. In diesem Fall sollst du diesen Zauber wirken. Der Schlüssel für den Erfolg ist hierbei die Güte. Die Wirkung des Zaubers ist geringer, wenn hartherzige Zauber ihn anwenden. Boah, da gibt's viel. Guckt euch das mal an. Wir haben schon ein paar Sachen. Sieht cool aus. Okay, cool. Und da haben wir jetzt schon Kreaturenseiten, schon ziemlich viel. Ah, guck mal hier. Das ist ja cool, oder? Hier ist unser Wicht. Diese Kreaturen mögen zwar klein sein, doch stellen sie sich furchtlos jeden Gegner, den sie besitzen, her zum Kampfgeist eines Krieges. Ach cool, guck mal. Ach, ist ja nice. Passiert das bei denen auch? Ich glaube nicht. Aber das ist cool, so gezeichnet und dann kommt der. Der auch, das ist echt cool gemacht. Muss ich sagen, finde ich richtig cool. Kraftwort, guck mal an.
Boah, da haben sich also die Entwickler echt viel Mühe gegeben. So, ich möchte eigentlich noch zu einem Speicherpunkt. Ist das denn hier möglich? Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Wäre noch so freundlich. Wo bist du denn hin? Da geht's raus aus dem Wald. Wir hätten links abbiegen sollen, Richtung Flüsterfälle. Ja, ich will ja nur speichern kurz. So, speichern. So, jetzt haben wir einiges dazugelernt in dieser Folge. Darum war es jetzt auch ziemlich lang, aber ich finde es gut, dass wir das alles in eine Folge gepackt haben. Dann haben wir das mal hinter uns und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!